Jo Leute, was geht? Ich bin wieder der Devil of Tanks und willkommen zu einem weiteren Part World of Tanks. Und wie versprochen habe ich jetzt die Hellcat mit der Top Gun. Und ja, wir starten mit der Hellcat in die erste Runde und dann spielen wir mit dem T69 mit dem Su-101 weiter. Und dann haben wir auch schon bald den Neuner. Den kann ich dann hoffentlich stolz präsentieren. Ich glaube, da wird natürlich nur die also der T54E1 wird, glaube ich, nur die Top Gun vom jetzt von den T69 behalten. Ich glaube, da wird er ein bisschen schneller nachladen, aber ansonsten wird sich da nicht viel ändern. Das heißt, ich muss dann wahrscheinlich die neue Gun erforschen, aber bevor ich die Gun erforschen kann, muss ich wahrscheinlich die Ketten erforschen. Also dieses Rum und Rum und so. Und ja, bei der Hellcat, ne, habt ihr Top Gun schon ausprobiert und die ist echt nicht schlecht. Also ich mag die Gun, die ist richtig chillig. Mit der kann man richtig gut Kills rausholen, man kommt auch durch bei Gegnern, Stufe 7 diesmal auch. Yay. Also kommt man auch mit der 6er Gun, aber ne, dieses Penetration ist ja zu wenig. Hier haben wir wie viel? 160 Penetration, das ist halt richtig nice. Was ich jetzt machen will, das ist die Frage, was macht man denn so? In so einer schönen Map. Leider bin ich halt schnell und auch langsam sozusagen. Fahren kann ich schnell. Wenden nicht. Dafür habe ich zwar einen Turm. Weiß echt nicht. Es waren zwar ein paar Leute von uns hin, aber ich will mich da nicht langweilen. Es gibt aber auch keine TD. Ich will mich jetzt nicht falsch entscheiden, sondern irgendwie eine richtige Richtung einschlagen. Ja gut, ich fahre jetzt einfach rechts. Mal gucken. Mal gucken. Mein Lieblingsfahrt, mal gucken. So. Die Top Gun ist schon richtig geil. Also 7 Sekunden nachladen, das passt schon eigentlich. So, vielleicht kommt jemand durch die Mitte. Dann können wir ihm den ersten Damage geben. Was natürlich halt scheiße ist, wenn dort die 7er kämpfen. Oh, hallo. Ah, schade, das war jetzt gerade nicht notwendig, diesen Schuss abzugeben. Ich versuche mal immer aus der Reichweite zu bleiben wegen den TDs, weil ich habe keine Ahnung, wo die sind, die TDs. Und bei uns sind alle TDs hier anscheinend. Das Problem ist halt, ich habe Angst, wenn ich gespottet werde. Denn der Stufe 7er, der kann mich einfach mal so Trollerloll machen, würde ich sagen. Nein, Mann, Leute, also ich komme da nicht hin zum Gucken. Da vielleicht. Ach, schade. Jetzt habe ich erst den Sichtkontakt verloren. Vielleicht tut jemand den nochmal ausspotten. Ach, schade, jetzt fährt er sogar schon. Ah, in die Erde geschossen. Blöd gelaufen. Okay, mein Kollege hat mich ein bisschen verletzt, da bin ich. Kritischer Treffer, okay, passt schon. Jetzt kann ich ihn töten. Jo, das war die Scout. Leider nicht das, was man will, aber immerhin etwas. So, da ist der 7er. Danke, dass er hingefahren ist. Sieht jetzt 258 Damage, also das ist schon was viel besseres als was davor war. Und er brennt. Na? Sehr schön. Der gefährliche 7er ist weg. Da ist noch ein 6er. Mal sehen. Na, das war jetzt einfach so ein Blindie. Niemals Blindies mit dem Panzer machen, nicht wirklich nice. Also wirkt sich nicht positiv aus auf dem Panzer dann. Aber meistens läuft es dann auch. Vielleicht. Na, ich weiß jetzt nicht, wo der Gegner sich zeigt. So, der kommt hier nicht weg. Da sehe ich den Churchill der Stufe 6. Da ist er. Oh, 196 dem. Oh, ich hoffe, ich werde nicht gesehen, weil sonst. Ja, ich bin halt sehr schwach gepanzert und deswegen. 250 Damage. Passt schon. Der Päschen, würde ich sagen. Ist noch ein Blindy dahin. Vielleicht sehe ich nicht so weit. Steht auf jeden Fall 6 zu 6. Aha. Okay, unsere Gegner da. Wir können die Basis jetzt erobern oder auch nicht. Doch können wir sogar. Wow. Wir haben 253 Damage. Die erobern schon unsere Basis. Das ist natürlich nicht gerade sehr nice, würde ich sagen. Aber ich komme schon zurück.
Darüber muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Ich bin ja noch sozusagen voll. Und ich hoffe, das sind nur irgendwelche Gegner, die ich ja mal so locker treffen kann. Jetzt spotten kann ich ja auch gut. 241 Damage und da kann mich eh nicht viel machen. Er schaut mich an, er schaut mich an. Er hat mich getroffen, das ist mir relativ wurscht. Ja, ich lasse meinen Kollegen dran, wenn er will. Führt den bitte. Dein Kill. Ich krieg den IS vielleicht. Ich krieg ihn vielleicht. Jetzt ist mein Leben in Gefahr. Scheiße. Ich wusste eh nicht, dass er mich noch trifft, Mann, weil das wäre echt. Also der nächste Treffer. Sehr gut. Ah, verdammt. Der AT-7. Okay, den habe ich ja gar nicht gesehen. Er steht unentschieden. Okay, unsere Heavy sind auf jeden Fall hier. Das heißt, Alter, der AT-7, Alter, der ist schon. Und das sind zwei Platoons. Na, das ist nicht fair. Egal, wir gehen weiter. Auf jeden Fall gefällt mir jetzt die Hellcat. Aber der Nachteil ist, ich habe bei der Hellcat schon bald. Teil. Ja, ist es schon bald, habe ich dann den 7er. Weil ich will so schnell wie möglich bei den Panzern durchkommen, also durch sein. Und ja. Alter, ein 10er Match. Oder gesagt ein 9er Match. Ja, so 10er, 9er. Aber. Doch, es wird schon passen. Außerdem haben wir ein bisschen bessere Seite erwischt. Das heißt, ein bisschen flankieren könnte ich. Das heißt, ich fahre in die Mitte. Und da werde ich mal sehen, was sich da ergibt. In der Zeit. Weil, ja, Heavys haben auf jeden Fall mehr als die Gegner. Ja, was wurde denn noch? Ja, wir haben 2 10er, 2 9er Heavys. Ja, also 4 8er. 8er Heavy kann, ja, frontal bei niemandem was machen. Bei den 10er zum Beispiel nicht. Bei mir 74 schon. Beim IS-8 erst recht kann man locker was machen. So, schnelle Gegner. Ich muss aber mal auf die schnellen Gegner gucken. Auf jeden Fall gibt es da nur den Centurion. Der IS-8 wäre auch seine Sache, der wäre vielleicht schnell. Und der AMX natürlich. Aber der AMX ist so eine Zweitwahl. So, ich stehe hier auf jeden Fall gut, das merke ich mir. Weil noch wurde nichts gespottet. Und sehr gut, dass hier ein bisschen so Sichtmöglichkeiten hast. Ich könnte auch natürlich von hier flankieren. Auf jeden Fall haben wir schon zwei Möglichkeiten, aber wenn ich hier flankieren würde, dann wäre es nicht so, ja, nicht so gut, weil ich müsste hochfahren und meine Gun, ne, runter geht, sieht schlecht. So, vielleicht den ersten Schuss, den wir machen können, wäre der E75 gut geeignet, wenn natürlich da jemand rausfährt. Der ging nicht durch. Ah, schade. Ja, jetzt wurde ich natürlich gespottet. Ah ja, und hier seht, habe ich auch den sechsten Sinn bei dem Panzer. Nein. Durch. Ich werde nicht gegen einen E75 antreten. Der ging nicht durch. Oh, ich komme bei dem echt nicht durch irgendwie. Naja, E75, was erwartet man mehr? Ah ja, unser 10er kämpft da. Der hat ja auch keine Schwierigkeiten dabei. Ich aber schon, denn ich habe ja keine richtig gute Penetration. So, unsere zwei Herren fahren da entlang und da ist unsere Matt und die ist halb tot. Da sind zwei Heavys und genau die 10er. Die sind sogar im Zug. Wenn die hier hochfahren, Alter, dann ist es nicht mehr witzig. Ich komme ja bei denen nicht mehr vorbei. Das ist schon schlecht. Und Gold habe ich auch nicht dabei. Gold Money meine ich jetzt. Ja, die schießen da meine Leute ab. Und ich bin so richtig nutzlos. Oh Gott. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Also seht ihr, ich komme nicht mal dort da. Komme nicht mal dort durch. Bei E100 in den Turm.
Ich glaube, das ist natürlich nachvollziehbar. Schaut euch das an, ich komme bei dem gar nicht durch. Nee, das ist echt so lala. Und von hinten wird es bei mir nicht viel Sinn machen, da alles TDs sind. Aber da haben wir einen Zehner. Ein Zehner, aber der Zehner ist irgendwie so, ja, ich bleib mal hinten. Nach Day 100, ich weiß, wo ich kommen könnte, aber das ist mir das Risiko zu hoch hier, so von oben. Außerdem wird der mich wahrscheinlich auch zerschießen. Ja, das ist halt so eine Sache mit dem Zerschießen. Oh, ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Alter, wohin könnte ich denn treffen? Der ging voll durch ihre Panzerung. Da. Na, das war schwer, aber auf jeden Fall den IS-4 genutzt, damit er endlich nicht mehr stört. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie ich den E-100 da gerade getroffen habe. Okay, unser Neuner traut sich gegen den E-100 raus. 7-4, passt schon, nur halt, ich will überleben und hier noch was reißen, natürlich. Aber es ist sehr anstrengend. Besonders, wenn man nicht weiß, es sind auf jeden Fall noch einige Stern-TDs übrig. Vielleicht sehe ich von hier was. Jo, da hatte ich sogar Möglichkeiten, etwas zu sehen, aber. Oh. Sehr schön. Das war ein langer Schuss, würde ich mal so sagen. Aber ein guter Schuss. Zweiter Kill. Leider so, weiß schon, so lala Damage. Vielleicht kriege ich den einen Mix besser so. Wer weiß. Ein bisschen Damage kann ja auch nicht schaden. Ja, mehr sehe ich irgendwie nicht. Aha, unsere Leute. Okay. Ah, und der ist auch weg. Vom Fensterchen. Ich lade nochmal nach. Das letzte Mal, denke ich mal. Ich könnte dem E-100 in den Arsch reinfahren. Das wäre eine gute Option jetzt. Da er eh im Moment sich da vorne konzentriert. Aber ich sehe den Prototyp und das ist nicht gut. Und ich sehe den Neuner. Den Zehner. Nicht den Neuner, den Zehner. Und natürlich macht es ihm nichts aus, mich. Wow. Gun hoch. Und abhauen, würde ich sagen. Oder auch nicht. Die Frage ist halt ja oder nein. Außerdem muss jemand den hier töten. Aber warte, der Prototyp ist schon tot. Sorry. Ich habe gedacht, der wäre hier. Okay, der haut ab. Von hinten, von oben. Von oben ist eine gute Option. Oder bei dem Zehner lieber. Bei wem denn eigentlich? Nein. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh shit. Ah, jetzt bin ich tot. Scheiße. Repariere. Schneller. Schneller. Weiter geht's. Nein, ich will nicht sterben vom E-100. Oh. Oh, Alter. Scheiße, schneller. Alter, ich lebe noch. Ich will jetzt nicht sterben, Alter. Ich habe mir so viel Mühe gemacht. Oh, Glück gehabt, Mann. Das war ja mal ein knappes Ding. Ich dachte, der E-100 hätte mich schon längst zerlegt, Alter. Ich hoffe, der hatte. Ich glaube, der hatte Munitionslagertreffer. Ja. Bin zwar ganz unten in der Liste, klar, was erwartet man? Komm sogar ins Minus, obwohl ich Premium-Tag noch habe. 19 Stunden lang, aber egal. Ups. Ja, da kann man schon sehen, ich habe 136.000, das heißt, mir fehlt nicht mehr viel. Ich sehe, wir haben mit der Hellcat verloren, das heißt, wir werden das gleich nachholen nach der Suche 101. Und wenn wir dann nochmal verlieren, dann vielleicht im nächsten Part besser. Ich hoffe nicht, dass ich so schnell die den T25-2 habe. Aber es kann sich halt schnell ändern. Es kommt halt so, ist das halt so, ich suchte das Spiel mal so, im Moment habe ich jetzt, morgen habe ich zum Beispiel Prüfung und da kann ich jetzt nicht so viel suchten. Und ich komme halt spät nach Hause und dann gehe ich noch andere Sachen machen und das ist halt zeitaufwendig, aber dafür habe ich am Mittwoch frei, das heißt mehr zocken. Und ja, vielleicht schon
Am Donnerstag oder so haben wir den T450 E1. Wer weiß, wer weiß. Alles ist möglich, würde ich sagen. Ich mache jetzt eine ganz dumme Sache, und zwar fahre ich nicht halt nach links oder nach rechts, sondern also auf dem Berg halt da hinten oder da in die Gebüsche, sondern ich fahre geradeaus durch. Es gibt natürlich ein, zwei Scouts wahrscheinlich. Ja, eine Scout haben die auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob dieser Cheeto auch zu einem Scout gehört. Das ist ein Medium-Panzer, aber der ist halt genauso schnell. Und zwar will ich halt den, falls jemand auf den Berg fährt natürlich, hängt natürlich davon ab, will ich halt den Berg flankieren. Flankieren den Berg und so, damit ich dann Möglichkeiten habe, besser zu töten. So. Oh no. Okay, auf jeden Fall wurde ich schon gespottet. Pupupupupupu. Ich hoffe, ich werde nicht gewarnt von der Artillerie, weil die Artillerie ist einfach das Geilste im Spiel. Ohne die geht's ja gar nicht hier. Upsala, da ist ja unserer schon richtig genutzt worden. Noch lebt er aber. Da ist einer, da ist einer. Ne, auf jeden Fall fahre ich hier nicht her, weil dieser Bereich der Panzerung, der ist nicht so wirklich, wo man ein bisschen rumspielen kann. Sondern der ist schon sehr krass. Wir haben natürlich einen geilen Platoon, Stufe 8 und 3. Was will man mehr, würde ich sagen. Ein geiler Platoon. Unsere Leute fahren auf den Berg hoch. Das dauert bei denen etwas länger. Ich hoffe, die zielen besser. Außerdem, unsere Scouts machen da irgendwie noch Scheiße. Der eine steht im Gebüsch, der andere macht nichts. Vielleicht spotten die jetzt auf dem Berg jemanden. Vielleicht kommen sie auch hoch auf den Berg. Schließlich bin ich schon bereit und warte die ganze Zeit. Ich benutze die Position, also ich habe die Position früher gar nicht genutzt, weil ich bin immer auf dem Berg oder links halt am Sterben sofort. Ah, da ist ein KV-5. Ich sehe den Gegner nicht da hinten, der gespottet wurde. Wie weit muss ich denn noch vorfahren? Aha. Der T-Type 59 fährt natürlich rechtzeitig zurück. Oder er macht halt irgendwelche Scheiße. Jetzt treffe ich ihn nicht mehr. Ja, der Schuss geht halt nicht so gerade und so, ne? Das schießt in so einem Winkel. Bam, jetzt ging noch ein Treffer. So ein bisschen halb laggy ist es, keine Ahnung. Der ist abgeprallt, na, das ist ein Wunder. Oh Gott, die Schüsse, Mann. Bitte, mach mir nicht so eine Scheiße. Aha, okay. Ist ja klar, dass ich ihn nicht so gut sehe. Weil er so halb weg ist, halb da ist. So, jetzt steht er. Jetzt wirkt er sich davor. Kritischer Treffer. Sowas mag ich gar nicht. Alter, seht euch die Schüsse an. Die fliegen ja einfach so blub. So wie, so als würde man Angelschnur werfen. Alter. Ich hoffe, da steht jemand, weil sonst. Sonst werde ich sauer. Mir macht es langsam nicht wirklich Spaß, weil unsere Leute sind da. Alter, die pushen einfach runter. Das gefällt mir gar nicht. Die pushen da einfach vom Berg runter und das ist nicht cool. Was macht denn unser. Ja, der. Wie heißt der eigentlich? Der Jagdpanther 2. Ich denke gerade nicht an, wie die Panzer heißen, sondern eher daran, wie wir diese Teil da verloren haben gerade. Ich meine, ernsthaft? Alter. Komm schon. Ich hoffe, ich habe da noch jemanden getroffen. 3 zu 7. Ja. So mag man das, oder? 3 zu 7. 43 Damage, vielleicht noch einen. Und mein Turm, Alter, mein Turm. Meine Güte, mein Turm. Mann, das nervt mich gerade. KV-5. Alter, der macht ja richtig böse Sachen hier.
Ich wurde einfach auseinandergenommen. Okay, das war ein schlechtes Match. Aber die Map war auch nicht gerade die beste. Und ja, wir machen die letzte Runde mit der Hellcat. Schnell oder nicht schnell, mal sehen. Hoffentlich mal ein 6er Match. Oder kein 8er, bitte. 8er Match mit der Top Gun nicht erwünscht bei mir. Ich mag die sowas nicht. Sehr schön, 6er Match. Das heißt, wir versuchen mal was Gutes. Ansonsten werden wir das dann nach dem hier beenden. Puh, ja, ich weiß, wohin ich fahre, das ist klar. Nicht da auf diesen Miniberg, sondern eher von dort. Artillerie gefahren natürlich wieder mal. Ich kann schon mal versichern, ich werde getroffen und zwar vor der Artillerie. Denke ich mal zu 100%. Weil ich bin meistens das Ziel von der Artillerie, also kann ich auch nichts dagegen ändern. Aber ich versuche mal mein Bestes, sich so gut wie zu. Also man kann sich auf dem schlecht von der verstecken, wenn man es halt. Man hat halt hier nicht so irgendwelche Möglichkeiten hinter Gegenstände oder ja, Objekte versteckt, das geht gar nicht. Aber ich hoffe, die wird sich nicht nur auf die. Also nicht auf mich konzentrieren, sondern auch auf meine Leute. Deswegen haben wir noch so 50-50 Chance, denke ich. Und jetzt schnell mal hier hochfahren, damit der Gegner nicht so schnell hier ankommt. Vielleicht sind die auch bei 1 gespawnt, also die meisten, denke ich mal. Da fahre ich nicht hin, obwohl es eine gute Position wäre. Aha, da fährt der erste schon. Einer fährt schon hier hin. Ich nehme natürlich die große, lange Kurve. Nein, ich sehe da noch nichts. Noch nichts Sehenswertes, würde ich sagen. Vielleicht jetzt aber. Vielleicht jetzt aber was Sehenswertes. Oh Gott. Ah, hab schon die Hälfte meines Lebens verloren. Ja, und ich muss noch ein bisschen auf meine Leute warten, bevor es hier richtig zur Sache geht. Ich fühle mich hier nicht wirklich sicher. Unsere Leute. KV-1S bitte. Viel Spaß. Okay. Ah, ich muss die Möglichkeit ausnutzen und sofort zum Stein dahin fahren, bevor mir noch die Artillerie um die Ohren fliegt. Und wir haben unsere Artillerie schon verloren. Super. Da ist ein Heavy von uns. Oh Gott. Nicht die Hellcat. Da steht er und campt er. 0 zu 4. Ich sehe gerade von wo die Gegner alle kommen. Ah, Mann, oh Mann. 4-0, jetzt wieder so eine blöde Niederlage anscheinend. Wir haben hier nicht mal einen Kill und wir haben schon. Alter, 3-6er verloren. Und die haben gerade nur die Hellcat verloren. 1-5, Leute, soll sich schnell ändern. Sehr schnell. 1-6, ja, nicht vom gegnerischen Aussehen, ne. Ich hoffe, der T150 wird mich nicht treffen, ansonsten ist alles gut. Schnell dreh deinen scheiß Turm schneller. Naja, Ansehen zündet wäre besser. Traut er sich mehr raus? Anscheinend schon. Alter, wir werden dort auch zerfetzt. Wo werden wir denn bitte nicht zerfetzt? Alter, dort werden wir auch zerfetzt. Und dort und dort. Mann, ich kann doch nicht für alle sorgen hier. Leute, Leute. 13. 13, 14. Ja, unsere Hellcat macht auch noch was. Da bin ich ja stolz. Wow. Oh, die andere Hellcat. Ah, ich bin vom Panzer 4 getötet worden. Ja, super. Der hat ja eine gute Range. Naja, leider zwei Siege und zwei Niederlagen eingesteckt. Oder waren es? Nein, das sind drei Niederlagen, ein Sieg. Und ja, nicht so gut wie gewollt. Unsere Sechser haben es verkackt. Und zwar richtig gut verkackt. Naja. Passiert, Niederlagen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.